Hi Leute, heute geht's darum, warum du nicht tun solltest, was du liebst. Okay, und zwar, es ist so. Erinner dich vielleicht mal zurück, wo du in einer Situation warst, wo du einfach absolut glücklich warst. So, du hast, egal was passiert ist, du warst absolut glücklich. Und dann läufst du so durch die Straße, hast so irgendwie einen Strahlen auf dem Gesicht. Und dann tritt dir jemand auf den Fuß. Und dann sagst du so, oh, mach doch nichts. Und ein anderes Mal bist du einfach scheiße drauf. Und egal was ist, jemand fragt dich, egal irgendwas, deine Frau fragt dich, hey, hast du das schon weggeräumt? Du sagst, was willst du? Wie du drauf bist, bestimmt deine Bereitschaft, was zu machen, was jemand anderes von dir will. Und es muss gar nicht das sein, was du eigentlich möchtest, was dich glücklich macht. Es ist völlig egal. Wenn du in einem glücklichen Zustand bist, wenn du selber in einem glücklichen Zustand bist, dann ist es egal, was du machst. Dann fragt dich jemand, hey, kannst du mal hier helfen und den Tisch da runterstellen? Und dann sagst du, alles klar, packe ich mit an. Wenn du glücklich bist und gut drauf bist, dann bist du ein voll funktionsfähiger, sozialer Mensch, ganz automatisch. Wenn du glücklich bist, dann strahlst du Glück aus und hilfst dementsprechend mit und machst einfach das, was nötig ist. Und deswegen möchte ich dich heute mal dazu anregen, nicht einfach zu machen, was du liebst, sondern dich erstmal in den Zustand zu bringen, dass du glücklich bist und dann kannst du machen, was gebraucht wird. Ich hatte mal ein anderes Video gemacht, da habe ich gesagt, es gibt drei Arten von Menschen. Es gibt einmal den Idioten, der macht irgendwas, was ihm nicht gefällt und regt sich über alles auf. Dann gibt es die Cleveren, die tun, was sie lieben. Aber dann gibt es noch das Genie und das Genie tut das, was gebraucht wird und ist mit allem glücklich, weil sie es zuerst in den glücklichen Zustand gebracht hat. Und es kann jeder. Du kannst dich einfach nur, ohne was zu tun, durch Atemtechniken, durch Meditation, durch einfachen, artgerechten Lebensstil, mit einer artgerechten Ernährung, frischer Luft, Bewegung, in einen Zustand bringen, wo du jeden Moment glücklich bist. Und dann ist es egal, dann machst du einfach das, was gebraucht wird. Und das ist das, was ein Genie ausmacht. Du bringst dich in einen glücklichen Zustand und dann machst du das, was gebraucht wird. Und du jammerst nicht über irgendwas. Wenn du gut drauf bist, dann sagt jemand, ja, wie gesagt, hey, hol mal den Tisch darunter. Kein Thema. Bist gut drauf, du hilfst gerne mit. Das ist das, was du aussendest. Wenn du gut drauf bist, dann sendest du auch gute Laune an andere aus. Ja, das wollte ich heute einfach mal loswerden. Vielleicht ist das ein kleiner neuer Denkansatz für den einen oder anderen, der ständig irgendwie denkt, oh, ich muss das machen und ich muss irgendwie ja, dieses oder jenes machen, um glücklich zu werden. Ich brauche ein Auto oder ich muss irgendwie mich ausleben und meinem Hobby danach gehen. Lass das erstmal beiseite. Bring dich mal in den Zustand, dass du einfach nur glücklich bist. Egal, was um dich herum ist. Einfach nur ohne was zu machen. Und wenn du dich in diesen Zustand, in diesen glücklichen Zustand gebracht hast, dann mach, was dir wichtig ist. Mach das, was nötig ist. Du musst nicht tun, was du liebst, um glücklich zu sein. Macht's gut, Leute. Ciao.